Moin Leute, heute zerlegen wir einen Motor Feedback von SICK mit der Modellreihe EFS50. Was das im Grunde ist, es ist ein Encoder, wo wir an einer Welle einen Motor anbringen, und wenn der Motor sich dreht, dann kann dieses Gerät genau sagen, welche Stellung der Motor zurzeit hat. Ist also bei industriellen Anlagen wichtig, wenn dort mehrere Motoren zum Beispiel sich synchron drehen sollen, also sowohl mit identischer Geschwindigkeit als auch mit vordefinierter Position zueinander. Und dafür braucht man einen Encoder, der in erster Linie schnell die Position wiedergibt und auch sehr akkurat, also sehr genau angibt, welche Stellung ein Motor besitzt. Das ist so ein Encoder. Diese Encoder sind relativ teuer. Ich weiß nicht, wie sie innen aufgebaut sind. Ich vermute mal, das ist ein relativ einfacher optischer Encoder. Also einfach, Prinzip wird einfach sein. Die Umsetzung wird natürlich recht kompliziert sein. Es gibt hier eine kleine Klappe mit zwei Steckverbindern. Ich habe zuerst angenommen, dass das hier die Spannungsversorgung ist, und hier ist die Datenkommunikation. Also dieser Encoder ist ein digitales Gerät, also der gibt keine Analogspannung raus. Aber ich habe mich da geirrt, denn ich habe jetzt gerade eben im Datenblatt nachgeschaut, dass dieser 2-Pin-Connector nur ein Anschluss ist für einen externen Temperaturfühler, also wo man einen Thermistor anschließen kann. Das heißt, dieses Gerät kann gleichzeitig wohl auch die Temperatur des Motors überwachen. Und der andere 4-Pin-Connector, bei dem sind interessanterweise Pin 1 und 2 unbelegt, und nur Pin 2 und 3 werden sowohl für die Versorgungsspannung benutzt als auch für die Datenkommunikation DSL. Dieser Encoder arbeitet, wie es hier steht, mit dem Protokoll Hyperface DSL. Das heißt also, er gibt wohl nicht einfach nur Daten aus, sondern man kann mit ihm wohl auch kommunizieren. Vielleicht kann dann der Computer dann in regelmäßigen Abständen die Position erfragen, und der Encoder liefert dann einem die Antwort zurück. Oder auch der Encoder liefert diese Daten in Bursts immer weiter, wohl auch mit einer gewissen Adresse, dass man dann mehrere Encoder an einen Bus anschließen kann, und so weiß man dann, von wem die Information kommt. Ich vermute mal, dass hier eine richtige Kommunikation stattfindet, also der Sender nicht nur einfach in Bursts seine Infos weiter, sondern man muss ihn wahrscheinlich dann abfragen, sagen, hier, was ist deine Position? Das wird dann wohl vielleicht dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Mal pro Sekunde passieren. Wir können den mal anschließen. Ich habe leider keinen Steckverbinder da. Dieser Verbinder, der da zu sehen ist, das sieht für mich nach einem JST aus, also Japan Solarless Terminals. Ich habe so einen Connector nicht, aber ich kann versuchen, hier zwei Drähte anzulöten, dass wir den mal vielleicht an der Versorgungsspannung anschließen und vielleicht mit einem Oszi messen können, ob der irgendwas überträgt. Ich habe jetzt zwei Drähte angeschlossen für die Spannungsversorgung. Das ist einmal also Pin 2 und Pin 3 von diesem Verbinder. Das war eigentlich erstaunlich einfach gewesen. Also ich habe gedacht, dass man dort mehr rumfummeln wird, aber nö, ging eigentlich ganz gut. Nur natürlich hält diese Verbindung nicht so gut, also man sollte hier nicht so viel wackeln, dann reißt es sofort ab. Hier ist die Spannungsversorgung, die ist noch ausgeschaltet. Ich habe auf 10 Volt eingestellt, weil laut dieser Beschreibung 7 bis 12 Volt funktioniert das Teil. Ich finde es komisch, warum diese bis 12 Volt, also Standardversorgungsspannung ist 12 Volt und dann 24 Volt, vor allem in der Industrie, warum man hier 12 Volt maximal angibt. Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe eine Oszi angeschlossen. Vielleicht können wir dann sehen, ob wir hier an diesen Versorgungsspannungen irgendeine Datenübertragung messen können. Das Scope steht auf AC-Kopplung. Ups, das nervt mit dem Touchscreen. Und dann können wir mal schauen, was da passiert. Ich schalte mal die Spannungsversorgung an. Es passiert erstmal gar nichts.
der Encoder verbraucht jetzt gerade 50 Milliampere. Ja, ich habe das auch gedacht, dass da wahrscheinlich nichts passiert, weil dieses DSL-Protokoll ist ja ein etwas komplizierteres Protokoll. Das ist nicht nur einfach nur Daten rausschicken. Also auch wenn ich hier drehe, scheint nichts sich zu bewegen. Ne? Ja, also kann auch sein, dass der Encoder auch kaputt ist. Also das ist nicht auszuschließen. Ich habe den noch nie im Betrieb gesehen. Ich mache jetzt mal die Spannungsversorgung aus und wieder ein. Interessant, eigentlich, obwohl das hier AC-Kopplung ist, müsste doch eigentlich auch die Spannung kurz springen, oder? Hier ist gar nichts zu sehen. Ups. Tja, so viel dazu. Der Tascop ist kaputt. Der hat hier irgendwo eine Unterbrechung in der Leitung. Also man kann hier keinen Durchgang messen. Ja, das ist toll von Testec. Also ich habe den Tascop ja schon etwas länger. Aber ehrlich gesagt, ich hatte immer das Gefühl, dass bei diesem 10:1 Tascop ich immer wieder Schwierigkeiten hatte. Nämlich Wackelkontakt. Irgendwo war ich in Wackelkontakt. Jetzt ist der Tascop ganz kaputt. Den Wackelkontakt hatte ich schon seit Anfang an. Ja, tolle Sache. Ich habe hier noch einen anderen, einen 1:1 Tascop von dem gleichen Hersteller und der scheint zumindest was anzuzeigen. Ja, toll. Richtig toll. So, ich schließe den wieder an. Der Strom, also die Spannung, die ist noch ausgeschaltet. Die mache ich jetzt an. Also jetzt hat man gesehen, dass er so nach unten gesprungen ist. Das war die AC-Kopplung, also sprich den Spannungspeak, den hat er angezeigt und jetzt geht er wieder auf 0 zurück. Wir sehen da irgendwelche Nadeln. Ja, aber auch hier nichts. Dieses Display ist so reflektierend, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Die Kamera fokussiert nicht auf den Inhalt des Bildschirms, sondern auf die Reflexion. Sorry. Also das ist wirklich, das finde ich, hätte man besser machen können. Also man hätte ruhig ein Display wählen können, das nicht so stark reflektiert. Na komm, na komm, na komm. Na. Mach mal ein bisschen dunkler. Also es passiert hier nichts. Also es kann auch sein, dass dieser Encoder auch kaputt ist. Ne? Also es ist nicht auszuschließen. Ich setze mal den Trigger auf diese Spikes, ob man da was sehen kann. Oh, vielleicht. Nee. Also ich glaube nicht, dass hier irgendwas kommt, ehrlich gesagt. Ich mache mir die Intensität höher, aber nee, das scheint nur irgendwelche Störung zu sein. Aber sieht für mich nicht nach einer Datenübertragung aus. Eine Datenkommunikation konnten wir nicht feststellen. Ich habe das auch ein bisschen befürchtet, das Gerät ist ein bisschen komplexer, arbeitet dann über einen Bus, muss wahrscheinlich angesprochen werden. Dann lass es uns mal zerlegen und schauen, was drin ist. Ich erwarte mindestens eine Leiterplatte mit ein oder mehreren ICs. Oh. Schrauben gehen aber sehr schwer auf. Die gehen wirklich schwer auf. Sind sie irgendwie
Ja, also da ist scheint irgendwas zu sein, irgend so ein Klebstoff oder lockt halt ähnlicher Klebstoff. Macht auch Sinn. Immerhin sind diese Encoder in Umgebungen eingebracht, wo starke Vibrationen herrschen könnten. Also davon muss man ausgehen und da muss man die Schrauben dann auch fixieren. Die gehen wirklich sehr schwer auf. Ja, also da sieht man an der Spitze ist dann hier, na, ist dann hier irgendwas drauf. Ja. Und neben auf der Leiter bleibt dann ein oder zwei ECs, einmal für die Kommunikation und einmal auch ein AD-Wandler. Das wird ein sehr hoch aufgelöster AD-Wandler sein. Ich habe das im Datenblatt gelesen. Ich glaube, das sind 22 oder 23 Bit AD-Wandler drauf. Also es gibt Modelle mit 22 Bit und es gibt Modelle mit 23 Bit. Meine Hand ist schon müde von den Schrauben. So. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gebracht hat. Ich befürchte, der Spalt ist zu klein, dass ich da unterheben kann. Das Gehäuse schien verklebt zu sein oder zumindest habe ich das einfach nicht geschafft abzubekommen. Ich habe es deswegen mit einer Metallsäge aufgesägt. Ich hoffe, dass das überhaupt irgendwas gebracht hat. Ah. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Wunderbar. Also so sieht das von innen aus. Wir haben unsere beiden Steckverbinder. Erstmal sehr kompakt, also ich sehe jetzt nicht so viel, aber da schon mal ein IC. Und dann noch ein Verbinder. Na. Achso, ein Flachbandkabel. Ah, da sieht man es schon. Also das ist definitiv jetzt ein optischer Encoder. Da sieht man diese Scheibe mit den Schlitzen im Hintergrund, die hier entlang läuft. Und das wird die Optik sein. Also eine Leuchtdiode und eine Fotodiode oder ein CCD. Modul. Sieht ja spannend aus. Also definitiv schon allein der Anzahl der Kontakte ist, wird das keine einzelne Fotodiode sein, vermute ich mal, sondern etwas aufwendigeres. Ah ja, hier sieht man, dass diese Schrauben haben nicht dieses Gehäuse gehalten, sondern diesen Metallklotz. Ich hoffe, dass wir den jetzt runter bekommen. Oh. Ja, das wird etwas schwieriger sein.
Das war aber ein kleiner Kampf gewesen, die Teile auseinander zu bekommen. Diese Guss, Metallgussteil war hier in diesen Stiften hier drin, eventuell verklebt gewesen. Und ich habe jetzt diesen Schaft hier einfach mit einem Hammer rausgeschlagen. Ich habe auch versucht, hier die Verschutzung vom Kugellager abzubekommen, die Kugeln einzeln rauszubekommen, um dann den Schaft hier frei zu bekommen. Hat nicht geklappt. So sieht das aus. Hier ist noch die Leiterplatte. Interessant fand ich diese Zahnräder. Und ich habe nicht gerade keine Ahnung, was die sollen. Also diese Leiterplatte saß hier so drin. Also die war eigentlich nicht befestigt an diesem Metallgehäuse. Und das Ganze war dann so. Das ist natürlich interessant. Obwohl, ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade so eine Idee, was das sein könnte. Hier sind, also hier ist erstmal Spannungsversorgung. Da sieht man, die sind zwei Spulen mit Kondensatoren. Also das ist dann definitiv eine Spannungsversorgung. Hier ist eine kleine Diode. Ist wohl mit Ground vielleicht verbunden. Hier, was haben wir hier drauf? Ich kann das gar nicht so von hier aus sehen. DSLC 6039846. Keine Ahnung. Könnte ein Mikrocontroller sein. Und ich habe so eine kleine Vermutung, was das hier sein könnte. Von IC. MAL oder MAI 2. Und ich vermute mal, dass das Hall-Sensoren sind, weil nämlich hier sind, ich würde mal ganz, ja, also da sind Magnete, genau, dann kommt das auch alles hin, sprich, diese sind Magnete und die sind genau hier über diesen Hall-Sensoren befestigt, also die liegen hier über diesen Hall-Sensoren. Und wenn man den Schaft bewegt, dann ist hier eine gewaltige Übersetzung. So kann man dann eventuell zählen, wie viele Umdrehungen man bereits schon gefahren ist. Also dieser Magnet dreht sich am schnellsten, dieser langsamer und dieser noch langsamer. So kann man eventuell dann, sagen wir mal, ein paar tausend Umdrehungen wahrscheinlich messen, weil diese Magnetsensoren messen dann wahrscheinlich die Position dieser Magnete, also deren Rotationsstellung. Und so kann man dann wahrscheinlich Umdrehungen zählen. Vermute ich mal. Zusammen mit diesem optischen Encoder-Verfahren, das ist hier so eine Scheibe, oh, die ist richtig fein, diese Scheibe. Und hier kann man dann die exakte Position der Scheibe genau definieren durch dieses optische Modul. Ja, das ist ein bisschen mehr als einfach nur eine Fotodiode. Ach. Ja, das wird eine Infrarotdiode sein. Und eine Linse, also hier läuft dann
diese Scheibe durch. Die ist richtig fein. Und diese Scheibe läuft dann unter diesem Modul, also unter diesem IC. Das tut mir fast schon leid, dieses Gerät zu zerstören. Ja, das ist also ein etwas komplexeres EC. Das ist also, hier sind mehrere Empfänger, also man merkt das hier bei dieser Scheibe, gibt es hier drei Spuren, also eine obere Spur, eine mittlere, also wo dann durch Öffnung eine Kodierung aufgebracht ist, dann eine mittlere Spur, die ist sehr, 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 sehr fein. So ein ganz feines Gitter und dann nochmal eine untere Spur. Und das sieht man auch an dem Empfänger, also an dem Sensor, dass wir hier oben so einen Detektor haben, dann in der Mitte so einen Detektor und dann unten so einen Detektor. Das heißt also, durch jedes Mal wird da so eine andere Kombination, je nach Drehung, ist eine immer unterschiedliche Kombination an Sensoren abgeschattet oder eben nicht abgeschattet, also wo Licht dann drauf fällt und wo Licht nicht drauf fällt, dass man dann genau detektieren kann, wie die Scheibe gerade steht. Also ich vermute hier können wir auf dem Bruchteil eines Grades die Position dieser Scheibe genau erkennen. Also ist schon, im Grunde ist es ein aufwendigerer Encoder, optischer Encoder, wo wir sehr, 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 sehr fein abtasten können. Also feiner als das sonst der Fall wäre. Und durch diese Zahnräder können wir auch noch die Umdrehungen zählen. Also das ist schon sehr interessant. Hier ist noch ein kleiner EC, der das alles wahrscheinlich dekodiert und dann die Information überträgt auf dieses Board. Und hier sehen wir ein ST, wahrscheinlich ein STM, das sehe ich gerade, STM 8S207 oder so, also ein einfacher STM 8-Bit Mikrocontroller. Hier ist ja die Spannungsversorgung und das geht hier. Hier ist so ein kleiner Trafo. Ich denke mal, dass dieser Trafo oder ein Übertrager für die Kommunikation zuständig ist. Wir können nämlich auf den gleichen Leitungen die Spannungsversorgung drauflegen, als auch die Kommunikation. Sind auch gleichzeitig die Kommunikationsleitungen, also dieser Übertrager entkoppelt dann wahrscheinlich die Versorgungsspannung von der Kommunikationsleitung, dass wir das hier dann empfangen können. Denn der Übertrager überträgt ja nur Wechselspannung, kein DC. Hier ist wohl wieder auch ein bisschen Spannungsversorgung, also hier zwei kleine Spulen, die Kondensatoren, und das wird ein Spannungsregler sein. Das wahrscheinlich dann auch, dieser kleine. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung, also wenn ich was finde, dann würde ich das uns einblenden. Das könnte ein Oszillator sein oder auch ein Quarz. 4 Pins. Ich kann nicht so genau sehen, was da steht. Aber ich vermute mal, das ist ein Oszillator oder Quarz. Ja, sonst ist hier nicht viel drauf. Außerdem hier TI-49. Das von TI, Texas Instruments, oder? Und da sind dann definitiv irgendwelche Magnetsensoren. Ja, das ist ja mal ein interessanter Encoder gewesen. Weiter hinten scheint nichts mehr zu sein. Ja, falls ihr diese Folge interessant fandet, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten
bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye!